Hey und willkommen zu einem weiteren Textvideo. Wir schauen uns hier an, was der liebe Xur dabei hat, was in dem aktuellen Tweet drin stand, was es aktuell für Glanzstopp, also umsonst im Epperversum gibt und auch was Ada One für Shader dabei hat. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch die Zusammenfassung von der Woche vor dem Wochenreset gefällt. Und wir legen erstmal los mit dem aktuellen Tweet. So, bevor wir anfangen, kleiner Reminder, ich verlose hier drunter nochmal zwei Embleme. Die Draconis-Embleme. Schreibt da einfach dann jetzt in die Kommentare irgendwas rein. Lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Und dann werde ich bei dem nächsten Text dann den Gewinner ziehen. Also so ungefähr in einer Woche. Also diese Woche in Destiny haben wir einiges. Und zwar natürlich über die Prisma-Ulti gibt es nochmal eine kleine Zusammenfassung. Dann die Erinnerung, dass wir Into the Light aktiv haben. Dann noch eine kleine Info bezüglich Pantheon, was ja auch am 30. startet, am 30. April. Dann, das HUD wird geändert, also so alles, was man so auf dem Bildschirm sieht oder wo er aktuell nicht wirklich sieht, wird auch geändert. Und dann gibt es noch eine neue Rotation von Waffendrops, es werden Sachen rausgenommen, gar nicht geil. Und dann Kills for Kids ist auch wieder zurück, eine Spendenaktion. Dann Player Support und dann wieder die Gewinner von der wöchentlichen Video- und Fotokunstsache. Hier ist nochmal die Information bezüglich der Prismatic Ulti, wo wir Licht und Dunkelheit einfach zusammenklatschen können. Aber da habe ich auch nochmal ein Video zu gemacht. Und ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Das ändert einiges. Das wird einfach ultra geil. Dann ist hier natürlich Into the Light live. Kleine Erinnerung. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Und hier wird auch nochmal der neue Trailer dazu vorgestellt, den ihr wahrscheinlich auch in-game bekommen habt. Der ist wirklich richtig geil. Der ist richtig geil, finde ich. Und hier gibt es auch dann nochmal Screenshots dazu, die auch richtig geil sind. Also die sind richtig schön. Die kann man sich dann hier herunterladen. Richtig geil auf jeden Fall. Dann bereit, die Götter herauszufordern. Pantheon ist ja eine Aktivität, wo wir gegen Raid-Bosse kämpfen werden. Und das kommt halt am 30. April. Ich bin sehr gespannt. Hier steht leider jetzt auch nicht wirklich eine große Information dazu, was das genau werden soll. Man weiß nur, dass der Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall viel höher geht, als wie ganz normal in einem Raid. Vermutlich so Day-One-mäßig. Und vor allen Dingen auch, dass gewisse Sachen abgeändert werden. Sehr interessant. Und weitere Informationen wird es dazu noch in den nächsten Drops und Tweets geben. Und hier steht auch nochmal, dass wir auf jeden Fall Titel bekommen und auch Embleme. Das wird schon geil, finde ich. Also ich hoffe, dass es geil wird. Bitte. Dann kommen wir zu der HUD-Änderung. Die ist ja aktuell in Destiny sehr minimal. Also man hat schon Informationen, es hat sich schon sehr viel gebessert im Gegensatz zu vorher, aber das geht noch besser. Das machen sie hier auch. Und zwar gibt es nämlich jetzt verschiedene Buffs. Kritische Infos gibt es direkt über dem Lebensbalken, den wir haben. Und dann gibt es noch Informationen über Waffen. Das ist auch direkt über den Waffen. Hier haben wir nochmal die kritischen Infos, zum Beispiel Field of Light, also ein Feld des Lichtes. Und noch einen Debuff, also kein Buff, sondern ein Debuff, der wird hier auch noch angezeigt, dass man es wirklich direkt vor Augen hat. Und hier ist halt nochmal das gezeigt, was mit den Waffen ist. Was auch richtig geil ist, vor allen Dingen, dass auch eine Zeit runtergeht. Das hier zum Beispiel ist ein Perk, der halt nur eine gewisse Zeit aktiv ist. Und das hier ist zum Beispiel ein Perk wie zum Beispiel auch Raserei oder so. Das sind also Perks, da weiß man nie genau, wann die ungefähr aktiv sind, weil das dann manchmal auch gar nicht da steht. Aber das steht dann da. Und es ist einfach so angenehm. Die haben auch die Icons ein bisschen überarbeitet. Das sieht man hier. Ein bisschen deutlicher gemacht. Auf jeden Fall. Und diese Änderung kommt auch mit Into the Light. Nee, falsch. Mit The Final Shape ins Game. Und ich finde, dass das auf jeden Fall schon eine Riesenbereicherung ist zu dem, was wir vorher hatten. Weil vorher haben wir ja, wie wir hier haben, nur da zwei oder drei. Nee, maximal, glaube ich, vier war das. Maximal vier Buffs haben wir hier und das sind dann alle. Und wenn dann noch mehr dazu kommen, dann sind die einfach nicht da. Das ist, keine Ahnung, nicht so toll. Aber das ist richtig gut. Da freue ich mich mega. Das wird richtig geil. Dann Waffen, die ab dem 4. Juni aus dem Verkehr gezogen werden. Also ab The Final Shape sind gewisse Sachen einfach nicht mehr in-game. Bei Prüfung von Osiris ist es die neue Glaive. Der schwere Granatenwerfer, der Strand. Wer den noch nicht hat, holen. Da gibt es ja auch einen Godroll. Habe ich leider auch noch nicht. Dann das Impulsgewehr, der Bote. OG-Waffe. Einfach weg. Ignis Hammer auch weg. Warum? Dann Dämmerung, Raketenwerfer, Raytech. Was ist denn das? Sagt mir gerade gar nichts. Dann Fusionsgewehr, Fanfrage auch weg.
Eisenbanner, Impulsgewehr, Jurums Klaue ist dann weg. Dann das Scharfschützengewehr, das Fusionsgewehr und der schwere Granatenwerfer, auch weg. Also diese Sachen hier verschwinden, ja. Dann Kills for Kids, eine neue Spendenaktion, eine neue alte Spendenaktion, wo wir wieder Sachen machen können, also Sachen spenden können hier und dafür bekommen wir dann auch Embleme. Und das finde ich richtig cool, dass die wieder Spendenaktionen machen. Dann gibt es noch eine Änderung, dass jetzt automatisch der Textchat, dass man auf der Konsole automatisch in den Chatkanal reingeschmissen wird. Man kann das aber dann in den Einstellungen ändern, dass man das nicht möchte. Dann bekannte Probleme natürlich wieder. Und wir haben hier Peng Peng. Einmal diese Art. Und dieses Video, das habe ich mir schon angeschaut. Das ist cool. Ja, und dann gibt es auf jeden Fall den nächsten Tweet. Nächste Woche Dienstag ist auch ganz wichtig. Sind neue Waffen drin? Auf jeden Fall. Mountaintop ist drin bei den Wacker-Waffen. Ich glaube noch eine Waffe. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber gut. Das war es erstmal mit dem Tweet. Ist wirklich ja auch nur eine kurze Übersicht. Keine wirkliche detaillierte Übersicht. Weil sonst wäre das Video so lang. Ich gucke jetzt erstmal hier im Everversum. Hier haben wir ja Heimwerker Schmiedemeister. Da wird immer die Celesto geschmiedet. Alles klar. Ja, stimmt, das Ornament hier. Was ich aber nicht so geil finde, da gibt es ein geileres. Für die Einsiedlerspinne, für die neue. Und den Teleport-Effekt Kanonenfutter. Ja. Und den Shader, klar. Und noch einen meiner Lieblingsshader. Schwarz mit Orange, feuermäßig. Wird soweit. Und hier unten haben wir Hähnchenhappen. Ah, stimmt, und wir haben immer noch die Rüstungssachen. Ne? Auf dem Titan gibt es dann Umhang. Ein Klassenwappending. Und auf dem Hunter gibt es dann den Umhang. Und das hier ist der Umhang vom Hunter. Der nicht lädt. Da ist er. Sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Also die Kapuze an sich, die geht so schön runter. Stimmt, das ist der. Omolund. Isanagis Hülle. Okay, nicht schlecht. Und den Laserschneider. Oh, das Schiff ist aber recht cool. Dann haben wir Vermächtnis des Verrückten. Und wir haben hier noch ein geiles Ornament. Für die 1000 Stimmen. Ist geil. Und noch Zauberhut-Trick. Mhm. Und wir haben Shader. Morgenrotkrieger. Ja. Das ist geil. Das ist auch ein geiler Shader. Mit viel Schwarz. Oh, und der ist auch richtig geil. Ungutes Gefühl. Der ist richtig geil. Das Beste vom Besten. Ist ein geiler Teleport-Effekt. Dann Wex-Ankunft haben wir auch noch drin. Suchst du nach etwas Bestimmtem, Hüter? Und noch den Harpien-Auftritt. Ja. Also, wir haben auf jeden Fall das harte Licht. Kennt man. Dann Glücksbeere. Mhm. Tormobilität. Ja. In die Mitte, genau. Da hat sich noch jemand ein Ticket gegönnt. Dann haben wir die einäugige Maske. Aber die Mobilität ist so hoch. Ich weiß ja nicht. Aber das ist geil. Oh, was habe ich denn hier gesehen? Oh mein Gott. Erholung und Disziplin hoch. Das ist geil. Ich hole mir das. Weil ich glaube, so einen guten Roll habe ich nicht. Sollte man sich auf jeden Fall holen. So, dann haben wir den Bogen und flüsternde Platte. Aber den, ich weiß nicht, Hautdegen, Tempo. Gedankenlos, Sniper. Auch nicht so toll. Die Drang, wenn man die noch nicht schmieden kann hier, empfehlenswert. Ich weiß nicht. Ich glaube, aber der Roll von der Drang ist auf jeden Fall nicht so geil. Was haben wir denn hier? Das ist, glaube ich, ein guter Roll, oder? Die Entscheidung. Doppelpunch im Rutschen. Weiß nicht. Ich glaube schon. Impulsgewehr überdauern. Das ist PvP-Roll vielleicht? Ja. Ihr habt Spaß. Dann ist ja gut. ja, hier Ehrengard, das Schwert brauchen wir nicht. Und hier das Schwert brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Die Rolls sind nicht gut. Rüstung, 61er Rüstung, 64er Rüstung, Grenze, geht. Helm ist auch okay. Zu viel Mobilität. Hier haben wir Falkenmond mit fixer Zug. Ja, geht, ne? So, Hunter haben wir. Arme sind okay. Hohe Belastbarkeit 65. Brust. Ja, das hat alles ein bisschen blöd aufgeteilt, finde ich. Helm ist eigentlich nix. Schuhe sind gut. Schuhe sind echt gut. So, Arme. Naja. Warum hat das so hohe Intellekt? Das sind so PvP-Sachen, würde ich sagen. 67, okay, aber die Mobilität ist viel zu hoch. Schuhe gehen. Das sind halt 63. Ist halt nicht so geil. Ja. Jetzt gucken wir erstmal verglaste Dualität.
grau, metallisch, goldig und ein bisschen pink haben wir hier. Dann haben wir Wirrrost. Sehr rostig, ja. Und Neue Monarchie. Ui. Das hat was. Das hat was. Ja, das war's wieder mit dem aktuellen Text. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und denkt dran, das Video auf jeden Fall zu kommentieren, wenn ihr eines von den beiden Emblemen haben wollt. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.